Den Zwölfen zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, das Auge der Göttin. Wir haben im letzten Video den Einäugigen wieder getroffen, der Firniane und Salina in seiner Gewalt hatte. Die Salina war von irgendeinem mächtigen Wesen als Wirt genutzt worden und befallen, hatte 800 Lebensenergie, war ziemlich heftig und ja, das war ein netter Kampf. Jetzt haben wir sie mit in der Truppe. Leider nur noch mit 26 Lebensenergie. Wir müssen aus der Höhle raus. Ich habe aber die Vermutung, dass hier irgendwo noch eine Truhe versteckt ist. Hier, da diese Werkbank ist, hier muss noch irgendwas unten sein. Und seltsam ist, dass wir hier, wo der Kampf war mit der Salina, dass hier zwei Schalter sind, die aber irgendwie nichts gemacht haben. Ich habe einen Klacken gehört, beim zweiten Schalter nichts mehr. Da müssen wir mal schauen, da ist irgendwas noch. Ich muss da, glaube ich, nochmal gleich hin. Aber wir wollen erstmal schauen, was hier im Süden ist. Richtig, ja, ich bin richtig gut. Vielleicht sind hier ja doch noch irgendwo die Jäger, die die Tiere da gefangen haben. Oha, da haben wir auf jeden Fall schon mal was. Alles klar. Gut. Die liebe Salina wieder einsammeln wird. Schön. Oh, und wir haben eine Falle entdeckt, in die Rulana doch direkt mal reinrennen will. Wo ist sie? Ich sehe sie nicht. Egal. Nee, nicht egal. Es ist eine Truhe gewesen. Ja, dann guck dir die doch mal an. Und wir wissen, so Truhen sind immer eine gefährliche Sache. Auf einmal erscheinen so ganz mächtige Wesen. Magica Perturbatio. Das wollen wir nämlich nicht. Und deswegen schön buffen. Alles klar. Du rennst jetzt bitte alleine und schaust dir diese Truhe an. Falle ist schon gelöst. Reicht ein normaler Dietrich? Geöffnet. Mach ich. Kann man hier quicksafen? Nee, kann ich nicht. Mist. Okay, wir haben den Kopf der Statuette. Wir wissen, jetzt wird's wieder übel. Zap. Pause direkt mal. Und rennen mal da hinten rüber. Wir schauen mal, was jetzt kommt. Huch! In Hühner verwandelt. Was geht jetzt? Blub, blub, blub. Okay, machen wir mal die Pause weg. Okay, wir sind in Hühner verwandelt worden. Ich denke ja direkt wieder an Kobold oder sowas. Als ich einen weiteren Teil der Statuette aus der Truhe in der Ritualhöhle genommen habe, sind meine Begleiter in Hühner verwandelt worden. Hoffentlich kann ich diesen Zustand irgendwie wieder rückgängig machen. Wenigstens wissen sie noch, dass wir zusammengehören, denn sie folgen mir überall hin. Okay, wir haben ein ganz anderes Problem. Oder was heißt, wir haben das Problem nicht? Wäre ich zuerst hier runtergegangen, hätte das gemacht und komme hier vorher aus, bevor ich den Kampf nicht gemacht habe, nicht wieder raus. Was wäre dann gewesen? Hätte ich den Kampf wirklich nur zu zweit machen müssen? Oder eher gesagt alleine? Okay, quatschen können wir schon mal nicht mit denen. Muss ich was in die Truhe wieder reinlegen? Wollte einmal, bitteschön. Boah, ich habe dem voll den mächtigen zerbeuten Eimer gegeben. Na ja, gut. Okay, so viel dazu. Kommt ihr? Vielleicht ist das gut. Die Tierfänger wollen die jetzt vielleicht einfangen. Die kommen nicht mit. Kann das sein? Ich dachte, die folgen mir überall hin. Ist gerade. Ah, die brauchen nur ewig. Scheiße. Okay. Na denn, folgt mir. Der Hühnerfängel von Ferdok.
So, das ist genau so eine Tür wie die Tür da hinten, wo wir nicht durchkamen. Hier, da sieht man ja, da ist noch was. Da müssen wir unbedingt hin. Und seltsam ist, dass hier auch abgebildet war, dass da auch noch was war. Aber wir haben einen weiteren Torso, was wiederum super ist. Einen weiteren Fund. Kopf war das, glaube ich. Also es fehlt Arm und der Schwanz noch. Also schauen wir mal, ob wir einfach so jetzt rausgehen können. Machen wir mal mit Quick Save. Weil wir wollen ja schauen, ob da hinten noch was ist. Auf jeden Fall hätte ich jetzt ein Problem mit Kampf. 200 Sekunden wäre... Na, ist hier was? Wäre auf jeden Fall noch was Hilfe, Unterstützung da. Also wir können auch nicht einfach hier raus. Geht auch nicht. Also müssen wir da wirklich da hinten raus machen. Also hier seht man wieder, da ist die Werkbank. So, Hühnchen. Ich hoffe, ihr beeilt euch mal. Wenn die Hühner da hinten in den Kreis reingehen. Was aber eigentlich nicht möglich wäre zu dem Zeitpunkt, weil dann hier noch Gegner gewesen wären. Ist hier irgendwo noch ein weiterer Schalter, den ich nicht gedrückt habe? Ist hier irgendwo einer was? Okay, wir haben Kristalle hier, die ich wahrscheinlich wieder nicht ernten kann. Doch, ich kann sie ernten mit ihr. Gut. Mit ihm. Ist der Skelett irgendwas, was ich nicht sehe? Ist der Seite noch ein Schalter? Nö. Unten drunter ein Schalter? Oh, da haben wir es gehört. Habt ihr es gehört? Lass uns nochmal schauen, ob jetzt vielleicht da hinten auf ist. Oder dieses Jin war was anderes. Ich muss es ja austesten. Ach, da kommen die Hühnchen. Ja, könnten wir gleich auch testen, da reinzurennen, aber ich irgendwie wage ich das zu bezweifeln. Ah, jetzt ist mein Skelett weg. Jetzt sind wir nur noch zu zweit. Super. Kann ich eigentlich sie spielen? Nein, kann ich nicht. Ah, die Tür ist auf. Da muss ich irgendwie, weil ich die Schalter nochmal getestet habe, weil ich geguckt habe, ob da irgendwo was ist. Vielleicht, oh, ich hoffe, jetzt kommt kein Kampf. Ein Quick Save nochmal. Wir haben eine Truhe.
Berserker-Elixier. Interessant. Kampfrausch. Ja, wir nehmen alles mit. Leider haben wir keinen Platz mehr, weil alle zu... nicht mehr viel Platz war. Alle zu dem... hier kann jeder Alchemie lernen umsonst. Lustig. Lass mich raten. Ich muss hier was zusammenmixen, damit die nicht mehr Hühner sind. Artefakte und Alchemiker. Was habe ich da genommen? Artefakte und Alchemiker. Vom Wechsel der Dinge. Dieses Buch gilt als eines der wichtigsten Werke über Alchemie. Es beschreibt sehr ausführlich die sechs Elemente und ihre alchemistische Verwandlung und Umwandlung und Verwandlung. Daneben bietet es auch eine Reihe von Rezepten für Tränke. Okay, benutzen. Geht nicht. Haben wir hier Notiz. Schauen wir uns natürlich auch direkt an. Boah, eine Buchnotiz. Unbedingt daran denken, neuen Alkohol zu destillieren. Ja, das ist allerdings wichtig. Der große Watt. Para. Der Grotze. Paramantos. Der große Paramantos Lexikon der Alchemie. Bei diesem komplett in Bosporano geschriebenen Werk handelt es sich um das Nachschlagewerk für Alchemisten schlechthin. Von Theorien über Experimente, über einfache Experimente bis hin zur richtigen Laborausrüstung ist hier einfach alles zu finden. Ein großer Teil des Buches beschäftigt sich mit dem Herstellen allerlei Tinkturen, Elixieren und Salben für alle möglichen und unmöglichen Zwecke. Ja, einmal macht der Anfänger, würde ich dazu sagen. Der Stein der Marder. Interesting. Der Stein der Marder. Ihr alle kennet die Geschichte der Marder, Tochter der Herrin Hesinde. Der einst überlistete sie den Elementarherrn der Kraft und gab den Menschen die Magie. Für diesen Frevel bannte sie der Herr Praios in einen Stein am Himmel. Auf ewig bewachet während der Nacht vom Herfex. So wisset denn, dass es ihr gelang, einen Splitter des Steines, welcher ist bekannt als der Stein der Marder, abzubrechen und auf Dere zu schleudern, wo er in etliche Splitter zersprang. Und so suchen auch heute noch ihre Anhänger diese Splitter, die Madamanten genannt werden. Denn wenn alle Splitter gefunden sind, so wird Marder wieder befreit werden und den Menschen beistehen, denn sie war ihnen schon immer freundlich gesinnt. Das wäre doch mal geil. Das wollen wir. Okay, lieber nochmal überprüfen. Nicht, dass wir was... Ah, ein Skelett. Was hast du denn bei dir? Oho, Alchemistenhandschuhe. Look nice. Okay, da fehlt was. Der Effekt, den er kann, aber sehr wahrscheinlich was für Alchemisten gut. Deswegen... du kannst den nicht mitnehmen. Warum? Inventar ist voll. Alchemistenmütze. Hat keine Fähigkeit, wie es aussieht. Alchemisten-Schürze. Hat keine Fähigkeit, wie es aussieht. Okay, Inventar voll. Kann auch nicht hochscrollen. Was ist das da? Alchemistenmütze war das, glaube ich. Okay, Inventar ist voll. Das ist schlecht. Muss ich gleich abwägen, was ich noch mitnehme und was nicht. Menzelgrünsteg. Der hat es trotzdem genommen, obwohl wir keinen Platz mehr haben. Wie hat er das gemacht? Ist das jetzt weg? Ist das ein Tageseintrag? Habe ich das Spiel gerade gebuggt? Scheiße. Scheiße. Neu laden wohl, ne? Gestohlenes Dokument. Was ist das? Okay, ich habe ein Problem. Ich habe die Notiz von Menzel irgendwas gerade aufgesammelt, weil das wohl wichtig ist. Jetzt ist sie nicht mehr da. Das ist ein Problem.
Neu laden. Orks. Naja, schütten uns noch das Tee ein. Irgendwo wird auf jeden Fall ein Hinweis sein. Wiederum habe ich ein anderes Problem. Nicht, dass ich der Alchemie 20 wie wieder den Berserker-Trank brauche. Von Amokwasser, das haben wir auch nicht gelesen. Habe ich gerade übersehen, ne? Okay, das können wir dann im Schnelldurchlauf machen. Die Sachen, die wir schon kennen, müssen wir nicht einsammeln. Amokwasser. Das schauen wir uns mal an. Okay, und da haben wir auch schon das gestohlene Dokument. Das Amokwasser, auch Elixier des Berserkers genannt, ist ein gar mächtiges Gebräu. Macht es doch aus jedem Mann einen unerschrockenen Kämpfer. In einem solchen Kampfrausch versetzt, kennt derjenige keine Furcht mehr und stürzt sich seinen Gegner entgegen, unter denen er gar fürchterlich gemetzelt, bis keiner mehr am Boden steht. Seine eigenen Verletzungen ignoriert er, und erst nach dem Kampfe werden sie ihm bewusst. Schon mancher, der das Elixier eingenommen hat, ist nach dem Kampfe selbst tot, zusammengebrochen. Doch Obacht! Mischest du das Gebräu zu stark, so wird der Kämpfer, wenn denn alle Gegner tot sind, über seinen eigenen Kameraden herfallen. Ja, Berserker ist auch eine coole Comic-Reihe. Gibt's auch einige Spiele drüber. Okay, das lassen wir jetzt mal liegen. Kristall nehmen wir ruhig mit. Also das Buch habe ich gerade schon übersehen gehabt, ne? Verwandlung beenden! Ha! Ja, das haben wir auch übersehen. Sehr schön. Machen wir das mal zuerst, damit wir Platz haben. Anschauen erstmal. Drachenblut, Alkohol, Aramenpulver, sehr wahrscheinlich alles, was wir brauchen dafür. Und man muss nur Stufe 5 sein. Das ist sehr gut. Deswegen kann auch jeder hier Alchemie lernen. Habe ich schon alles dafür zusammen? Fehlt Alkohol, Schwefelquell, Finage und Belmat. So, du hast noch Kram dabei. Belmat. Schwefelquell. Alkohol war das, ne? Schauen wir uns mal was um. Zum Beispiel hier in dieses Holzfass. Alkohol! Ich hab. Wie viel Alkohol brauchte ich? Reicht da eine? Egal, hier ist noch mehr Alkohol. Sehr gut. Finage. War, glaube ich, auch dabei. Jetzt die Frage, muss ich dafür alle drei Stück machen? Ich hoffe nicht. Da, Verwandlung beenden. Anwenden. So, aber den kann ich ja nicht bei mir anwenden. Wo sind denn meine Hühnchen? Hühnchen, kommt mal her. Die werden wohl noch ein bisschen brauchen, bis sie hier sind. In der Zeit können wir ja noch was lesen. Aber wer nicht lese, geht die Zeit weiter? Ich weiß es nicht. Wir machen mal einen Quick Save. Nicht, dass ich den jetzt gleich benutze oder so. Also wahrscheinlich werde ich den bei denen irgendwie benutzen müssen. So, wir legen den jetzt mal da unten rein. Geht das? Kann man nicht, okay. Oder ist das Spiel so programmiert, dass die nicht in der Nähe sein müssen und ich kann den einfach so verwenden? Ich habe gerade gespeichert, oder? Ich glaube, die müssen einfach nur in die Nähe gleich kommen. Dann passiert das bestimmt von alleine. Stein der Marder hatten wir. So, was haben wir hier? Tagebuch. Menzel Grünsteg. Das wollen wir uns mal anschauen. Oh, das war so wichtig auch noch gewesen. Man hört, da ist ein Questeintrag gekommen. Damit habe ich eben irgendwie ein bisschen Pack hervorgerufen. Ich hätte sagen müssen, Inventar voll oder sowas. Ich kann es nicht nehmen. Zweiter Effort. Diese Höhle ist alles andere als gemütlich. Aber dafür werde ich wohl in Ruhe meine Forschungen nachgehen können. Das Laboratorium steht jetzt. Und die Untoten sind willige Probanden für meine Experimente. 18. Effort. Ein erster Erfolg ist zu verzeichnen. Das Drachenblut scheint ein wesentlicher Bestandteil zu sein. Nur wie hoch der Anteil sein muss, ist mir noch nicht klar. Ich hoffe, man kann mir noch mehr von dieser wichtigen Ingredienz besorgen.
Es darf nicht sein, dass deswegen meine Forschungen nicht weitergehen können. 13. Effert. Endlich wieder neue Ingredienzien. Es wird wahrscheinlich immer schwieriger, daran zu kommen. Ich werde also sorgfältig damit umgehen müssen. 2. Travia. Die Nekromanten bedrängen mich ständig weiter, an der Entwicklung des Berserker-Elixiers zu arbeiten, um die Untoten stärker zu machen. Diese Banausen haben einfach keine Ahnung von den wirklich wichtigen Dingen. Ich werde mich wohl einige Tage damit beschäftigen müssen, damit sie sich wieder beruhigen. 12. Travia. So, ein erster Versuch ist gelungen. Der Untote, dem ich das Berserker-Elixier verabreicht habe, hätte fast das gesamte Laboratorium in Trümmer gelegt. Gut, dass ich die glorreiche Idee hatte, ihn vorher zu fesseln. Trotz dieser Vorsichtsmaßnahme wäre es ihm fast gelungen, die Fesseln zu sprengen. Leider hält die Wirkung noch nicht lange an. Aber es wird ausreichen, um die Nekromanten zunächst einmal wieder ruhig zu stellen. So kann ich mich wieder meinen eigenen Experimenten zuwenden. 25. Travia. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt als Erfolg oder Misserfolg werten soll. Das Huhn, dem ich das Elixier verabreicht habe, hat seine Federn abgeworfen und ihm stattdessen ein Fell gewachsen. Möglicherweise zu viel Schwefelquell. Oder zu wenig davon. Vielleicht lag es aber auch am Alraunenpulver. Nicht aufgeben, Menzel. Du wirst es schaffen. 9. Boron. Die Beimengung von Feuermoos war keine gute Idee. Das Huhn ist kurze Zeit nach Einnahme des Elixiers in Flammen aufgegangen. Gut, dass ich mit dem Steinkreis entsprechende Vorkehrungen getroffen hatte. Sonst wäre möglicherweise das ganze Labor den Flammen zum Opfer gefallen. Die nächsten Tage werden meine Experimente ruhen müssen. Die Nekromanten benötigen einige Zaubertränke. Wie es scheint, bahnt sich eine Schlacht gegen die Rohalsjünger an. Aha. 28. Boran. Endlich kann ich mich wieder meinen Experimenten widmen. Wenigstens haben die Nekromanten einige gefangen machen können, die ich verwandeln kann. Erinnerung. Ich brauche unbedingt einen Stall für die Hühner. Ein frei herumlaufendes Huhn geht ja noch einigermaßen. Aber das sind jetzt wirklich zu viele. 4. Hesinde. Das Drachenblut ist schon wieder zur Neige gegangen. Ich muss unbedingt Nachschub bekommen. Dies sollte auch im Interesse der Nekromanten liegen. Schließlich wollen sie weitere Astraltränke von mir haben. 8. Hesinde. Endlich ist wieder ein Fortschritt zu verzeichnen. Das Ergebnis der Rückverwandlung ist zwar noch nicht perfekt, aber dafür scheine ich auf dem richtigen Weg zu sein. Immerhin bin ich inzwischen so weit, dass das Huhn seine menschliche Gestalt wiederbekommen hat. Diese ist zwar immer noch mit einem Federkleid bedeckt, oh, wird das wirklich so sein? Und statt des Mundes ist immer noch der Hühnerschnabel vorhanden. Aber es geht voran. Auch diese Kleinigkeiten werde ich hoffentlich bald in den Griff bekommen. 17. Hesinde. Belmat. Wieso bin ich nicht eher auf diese Idee gekommen? Die fehlende Zutat war Belmat. Noch ein paar Versuche, um die richtige Dosierung herauszufinden, und ich stehe am Ziel meiner Forschung. Allerdings zeigt das Elixier bisher nur seine Wirkung. Wenn ich es im Steinkreis verabreiche, oh, sie müssen in den Steinkreis rein, sollte dafür irgendeine magische Komponente verantwortlich sein? Etwas anderes kann ich mir nicht vorstellen. Aber was nur? 25. Hesinde. Es will mir einfach nicht gelingen. Es ist zum Verzweifeln. Die Verwandlung kann nur aufgehoben werden, wenn sich das Huhn innerhalb des Steinkreises hier in meinem Labor befindet. Dabei habe ich jetzt schon so viele Möglichkeiten ausprobiert. Aber nicht aufgeben, Menzel. Jetzt muss ich mich allerdings erst wieder anderen Aufgaben zuwenden. Wie es scheint, steht ein weiterer Kampf gegen die Hoheitsjünger bevor. Ich habe die Nekromanten den Ort Farnheim erwähnen hören. Tja. Und den Kampf haben sie wohl verloren. So. In dem Tagebuch des Alchemisten steht geschrieben, was ich machen muss, um die Verwandlung meiner Gefährten wieder zu beenden. Dazu muss ich zunächst ein entsprechendes Elixier herstellen und dieses anschließend meinen Gefährten verabreichen. Dazu müssen sie innerhalb des kleinen Steinkreises stehen, der sich hier in dem Alchemistenlabor befindet. Jungs, wo seid ihr? Sputet euch. Auf der Map sehe ich die ja leider nicht. Auf jeden Fall sind die irgendwo auf dem Weg. Ich würde sagen, dass ich hier einen Break mache, bis die hier sind. Hühnchen, put, 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 put. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn ich die Verwandlung beendet habe. Bis demnächst, euer Chojin.